ansehst, hier oben soll spuken. Ein Geist geht um, schwuren Turmwächter schon vor 300 Jahren. In letzter Zeit ist's ruhig geblieben. Doch sie hält sich, die Sage vom Spuk im Blaserturm von Ravensburg. Aber darüber später mehr. Wer sie kennenlernen will, die Ravensburger, der muss am Samstagmorgen früh raus auf den Wochenmarkt. Vor Jahrhunderten bereits Kaufleute der Stadt europaweit handelten, treffen sich heute ihre Bürger zu einem beliebten Wochenendritual: Einkaufen auf der Marktstraße. Einst residierten hier reiche Patrizier, heute reichen Bauern aus dem schwäbischen Oberland den Städtern ihre Waren zum Kauf. Pasta nach italienischen Rezepten, Pikantes aus Griechenland. Das Angebot ist international. Eine Stadt im Süden zeigt sich von ihrer Sonnenseite. Und dazu gehört auch die Liebe. Mal schauen, wer sich traut. Schließlich arbeiten in Ravensburg die Standesbeamten auch samstags. Nun der Mann von der Heimatzeitung neuen Stoff sammelt für seine Lokalglossen oder wie all die anderen einfach mal die Seele baumeln lässt, danach fragt kein Mensch am Samstag in der Früh in Oberschwaben. Sie alle pflegen das, was hier gemeinhin das Ravensburger Lebensgefühl genannt wird. Und wie die Ravensburger privat so sind, auch das erfahren wir auf der Straße. Sie sind sehr, sehr heimatverbunden. Ich kenne sehr viele, die nach dem Studium wieder zurück sind. Also es ist eine ganz, ganz große Liebe zu ihrer Stadt und eine Spur Tradition. So ein bisschen konservativ. Bürgerstolz? Ja, auf jeden Fall. Also ganz, ganz stark. Fast zu stark, würde ich sagen. Der Bürgerstolz ist was Positives, aber es gibt natürlich hier auch manchmal so Strömungen und Verhaltensweisen, wo der alte Patrizierstolz dann doch ein bisschen die Kommunalpolitik beeinflusst und also wichtige Geschehnisse in der Stadt. Das spürt man. Da wird es dann eng in Oberschwaben, ja? Da wird es dann etwas eng, das ist richtig. Ja. Wie sind die Ravensburger? Was haben die für einen Charakter? Ja, ein bisschen eigenständiger Charakter zum Teil schwierige Menschen, also so Eigenbrötler, gibt sehr viele. Und dann gibt es wieder gerade die andere Szene, ich sage jetzt mal gerade schon die Jugend und so weiter, die sind also, will ich mal so sagen, recht offen und es entwickelt sich sehr viel Szene hier. Und auch, ich sage jetzt mal, in der Elbe-Szene sind ganz unterschiedliche Charaktere zum Finden, so Exoten immer wieder und das ist also schon lustig. Ein Ort, auf den seine Bürger ruhig ein bisschen stolz sein dürfen, wenngleich uns ihre Liebe zu Türmen und Toren hin und wieder doch etwas zu leidenschaftlich berührt. Etwa, wenn sie ihren Mehlsack anhimmeln. Das Wahrzeichen der Stadt. Mein Mann muss jeden Tag rein nach Ravensburg, um seinen Mehlsack zu sehen. Wenn er den nicht sieht, ist er krank. Er muss jeden Tag nach Ravensburg runter. Und warum ist das so? Ja, das ist halt das Heimatverbundene. Ne? Ja, Wahrzeichen. Es gibt mehrere solche Menschen, die das wohl machen. Ja. Und wo der Mail sagt, und der Mail sagt mir sehr nachher. Ein Ur-Ur-Ur. Und wenn wir von Berlin kommen und ab Ulm singt er, da weiß er, jetzt geht's wieder nach Ravensburg, nicht? Also nichts wie rauf auf diesen sagenhaften Turm, den sie zwischen 1425 und 1429 bauten. Vermutlich als ersten und einzigen Fernsehturm der Stadtgeschichte. Denn die alten Ravensburger erhofften sich von da oben Nachrichten über Ereignisse, die ihnen ansonsten verborgen geblieben wären. Wir werden darauf zurückkommen.
51 Meter hoch ist der Mehlsack und er heißt so, weil er rund ist und früher mal weiß war wie Mehl. Von hier oben gibt es den schönsten Ausblick auf die Stadt, nebst Türmen und Toren, auf denen sich so manche unheimliche Geschichte zugetragen haben soll, wie die vom Spuk im Blaserturm. Sie erinnern sich. 1552 stürzte er ein. Wie durch ein Wunder starben nur zwei Menschen. Ein Jahr später, bei der Grundsteinlegung zu diesem Neubau, fielen zwei Ratsherren in die Baugrube. Seither hält sich die Sage vom Spuk am Turm. Wächter sollen später um Kerzen gebettelt haben, um ab und zu mal nach den Gespenstern zu sehen. Was heute wohl jedes Kind ab 3 Jahren weiß, ist, dass von da unten die Ravensburger Spiele kommen. Sie haben die alte Reichsstadt in der Neuzeit weltweit bekannt gemacht. 46.000 Menschen leben heute in der Stadt der Türme und Tore. Eine kleine Metropole mit großer Geschichte, zwischen Ulm und Bodensee gelegen. Hier in der Oberstadt begann der Aufstieg der größten deutschen Handelsgesellschaft vor den Fuggern. Heimatkunde für Schulkinder im Zentrum eines mittelalterlichen Wirtschaftsimperiums. Die Ravensburger Handelsgesellschaft, das waren ganz reiche Kaufleute. Und damals konnte man mit dem Schiff noch nicht fahren, um Pfeffer und Muskat und Nelken, also Gewürze, die man zum Braten und zum Kochen und zum Backen gebraucht hat, die konnte man damals noch nicht mit dem Schiff oder mit dem Zug oder mit dem Flugzeug bringen. Und da mussten die mit Planwagen, also mit Leiterwagen, wo sie dann Tücher drüber gespannt haben, und Pferde vorgespannt. Hinter diesen Mauern saß ab 1446 die Geschäftsführung der großen Ravensburger Handelsgesellschaft. Genua, Valencia, Florenz, Venedig, Barcelona, Mailand, Avignon. Überall kamen die Ravensburger ins Geschäft mit ihren vollgepackten Pferdegespannen. Hier arbeiteten die Humpis, die mächtigste Familie der großen Handelsgesellschaft. Spuren der Vergangenheit, die irgendwann einmal zu einem Museum führen sollen. Doch die Stadt hat kein Geld dafür. Und so wird der Humpisplatz erst einmal so bleiben, wie er ist. Die Bedeutung der Handelsgesellschaft ist auch so schon längst erforscht. Diese etwa 130 Jahre, vor allen Dingen das 15. Jahrhundert, waren dank der Verbindungen, dank der Aktivitäten dieser Kaufleute wirklich der Höhepunkt in der Stadtgeschichte. Hier wurde ungeheuer viel Anregung von außen in die Stadt hineingebracht, kulturell und wirtschaftlich und umgekehrt. Sind die Ravensburger damals, wenn man das so sagen darf, zu Weltbürgern geworden, denn sie haben im gesamten europäischen Raum mit den Waren gehandelt, und zwar nicht nur mit oberschwäbischen Waren, sondern mit allem, was auf den europäischen Märkten gut und teuer war. Ist denn die Handelsgesellschaft vergleichbar mit der Hanse oder den Fuggern? Mit den Fuggern kann man sie schon vergleichen, und da könnte man sagen, sie waren die Vorgänger. Nur die Fugger, das war sozusagen eine Einzelfamilie, die in großem Maß dann ein Handelsimperium aufgebaut hat, während die Ravensburger Handelsgesellschaft, das war eine Genossenschaft von Kaufleuten, nicht nur aus Ravensburg, sondern aus einer ganzen Reihe von Städten Oberschwabens und des Bodenseeraums, und insofern also etwas viel weiter gefächertes als die Fugger oder die Welser in Augsburg. Dennoch ließ sich die Konjunktur des 15. Jahrhunderts nicht fortschreiben. Die Ravensburger Handelsgesellschaft verschwand um 1530 von den Märkten. In der evangelischen Stadtkirche wird in der sogenannten Gesellschaftskapelle die Grabplatte eines Mitbegründers der Handelsgesellschaft verwahrt. Den Niedergang seines Imperiums brauchte Hengi Humpis nicht mehr zu erleben. Er starb bereits 1429, 100 Jahre bevor seine Erben sich lieber auf ihren Landsitzen vergnügten, als hart zu arbeiten wie einst ihre Väter. Das Familienwappen der Humpis auf der Grabplatte. Der Verstorbene ist dargestellt in der Kleidung reisender Kaufleute mit Dolch und Geldsäckel, Mantel und Pelzmütze. So sahen sie also aus, die Männer, die Ravensburg einmal ganz groß gemacht hatten. Aber das ist längst Geschichte. Oh, na, was machen Sie denn mit mir? Habt ihr auf der Erde auch noch Eicheln? Ja, zumindest den Oberschwaben. Oh, und die Zeissische waren so flink. Und die Dompfaffen so fingelig. Und die Schnepfen. Überall waren Schnepfen. Ich kann nicht drüber reden. Die hier leben in der Gegenwart. Proben am Theater Ravensburg. 12 Schauspielerinnen und Schauspieler arbeiten hier.
Ihr neuester Schrei ist eine Fortsetzungsseifenoper um eine ziemlich durchgeschossene Raumschiffbesatzung. Gespielt wird fast jeden Abend. Gehen Sie am besten in Begleitung von Ravensburgern in die Vorstellung. Die können Ihnen dann kurz die Gags erklären, die nur dem lokalen Publikum zugänglich sind. Diesmal spielt unter anderem Ravensburgs sächsische Partnerstadt Coswig eine Rolle. Ja, ich bin da. Seid ihr alle da? Sagen Sie, sind Sie debil oder was? Moment. Also Tritra Trudela, Fatz, Space Casper, das muss sofort sein. Das muss wirklich so, also Space Casper, Space Casper, Space Casper, Space Casper, Space Casper. Ich wieder da. Ein Space Casper! Was ist denn das für ein Scheiß? Ein Space Casper! Ein Space Casper! Filmfreunden könnte das irgendwie bekannt vorkommen. Alien lässt grüßen. Science Fiction auf Oberschwäbisch. Da muss es knallen, dass die Sterne wackeln. Seit 7 Jahren spielt das Theater Ravensburg. 5 Jahre hat es gedauert, bis die Schauspieler eigene Räume finden konnten. Jetzt sind sie relativ erfolgreich mit ihren Stücken, könnten an manchen Abenden mehr Karten verkaufen, als Sitze zur Verfügung stehen. Es fehlt also am Platz. Und überhaupt jammern vor allem die jungen Ravensburger Kulturschaffenden in letzter Zeit zunehmend darüber, dass sie nicht ernst genommen werden. Der Musentempel der Arrivierten dürfte ihnen unterdessen auch in Zukunft verschlossen bleiben. Das Konzerthaus ist die Stiftung eines angesehenen Ravensburger Geschäftsmannes. 1897 war die feierliche Eröffnung. Ein wichtiger Tag für die Stadthistorie. Denn immerhin, so hieß es damals, handle es sich um ein Denkmal des deutschen Kunst- und Schönheitssinns. Dem Stifter gaben sie dafür die Ehrenbürgerschaft. Und am darauffolgenden Tag war die erste Aufführung. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, ist das heute kein Platz für die Künstler der Region. Es sei denn, örtliche Ballett- oder Musikschüler zeigen, was sie gelernt haben. Ansonsten spielen Tourneebühnen, zu Wahlkampfzeiten treten hin und wieder Politikgrößen auf. Für den kulturellen Alltag ist das alles wie zu schön. Wie auch immer, falls mal was los ist, reinschauen lohnt sich. Ein traumhaftes Theater. Die Veitsburg, oberhalb der Stadt, gut einsehbar vom Mehlsack aus, auf dessen Plateau Zufallsbekanntschaften bereitwillig Auskunft geben über Sinn und Zweck des Turmbaus zu Ravensburg. Geschichten vom mittelalterlichen Fernsehturm. Warum hat man diesen Turm denn gebaut? Wissen Sie das zufällig? Also soviel ich weiß, war drüben auf der Veitsburg der Landvogt von Schwaben. Und die Stadt wurde ja immer unabhängiger im Mittelalter und wollte damit praktisch einen Kontrollmechanismus gegenüber dem Landvogt haben. Und so haben sie den Mehlsack gebaut, der hatte die gleiche Höhe wie die Veitsburg. Und damit haben sie praktisch dem Landvogt zeigen wollen, dass sie unabhängig sind. Standen hier oben 3 Geschütze. Wir hatten 3 kräftige Geschütze hier oben. Mit denen hätten sie also sofort da oben das Chaos machen können. Gell? Und diese Stecknadel quasi, die hat er immer gespürt, der Landvogt. Ja. Zu Fuß rauf auf die Veitsburg. Der einsame Spaziergänger ist Manfred Hepperle. Mundart-Kabarettist aus Ravensburg. Einer, der sie kennt, seine Oberschwaben. Er ist hier im Süden daheim und macht sich darauf seinen Reim. Wir Schwaben tun das it zum Bosser. Wir sind von Haus aus halt verschlossen. Denn von der Wiege bis zum Sarg ist unser eins sehr umgangskarg. Man kann doch die Zeit it so versauen. Man muss doch zuerst ein Häusle bauen. Erst wenn einmal das Häusle steht, sich über sonst was schwätzen lässt. Bei uns ist das Mundwerk nicht so groß. Wir schwätzen das Allernötigst bloß. Panafredit mit hin zum Kunz. Wir sind am liebsten unter uns. Wir sagen jetzt gut nach und hoi und manchmal ja und manchmal neu. Und weil wir sonst halt in uns gegangen, finde ich, dass das auch meistens langt. Wenn ich mal was sagen muss, mein Lieber, denn hat's Hand um Fuß. So ist es halt bei uns im Sieden. Es wird jeder Überfluss vermieden. Da halte ich vorher lieber Gosch, bevor ich so im Trieber frosch. Wir Schwaben wären zu voll dazu. Neu. Mit dem hat's nichts zu tun. Wir sind halt geistig so potent, dass man it auch noch schwätzen könnte.
Wir Ravensburger ganz speziell, wir machen da keine Ausnahmen. Gell? Donnerstag in Ravensburg. Den ganzen Sommer über ist das der Tag der Blasmusik auf dem Marienplatz. Kapellen aus der Gegend spielen hier auf. Diesmal ist es das Stadtorchester. Ein musikalischer Spaziergang ist also einmal wöchentlich für jedermann drin. Wohin der Spaziergänger auch blickt. So einen sollen die Kaufleute der großen Handelsgesellschaft bei ihren Reisen in Venetien gesehen haben. Warum nicht auch daheim in Ravensburg, fragten sie sich. Sicher, Geschmackssache. In jedem Fall eines von vielen Erkennungszeichen. Seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Diesen verschwiegenen Winkel kennt nicht einmal jeder Ravensburger. Die Sauters und ihr Kreuzberg, das ist eine Geschichte, die von tiefer Frömmigkeit handelt. An einem Sonntag im Juni 1886 schritten hier weiß gekleidete Mädchen im strömenden Regen andächtig einer Prozession voran. Die Lourdesgrotte wurde eingeweiht. Bis heute ein Ort des stillen Gebets. Es kommen ja so viele Menschen rauf. Also wir sehen es immer, wenn die Lichter abgebrannt sind. Und also, dass doch Menschen oben waren und Hilfe suchen bei der Mutter Gottes. Ja. Worum beten die Menschen, wenn sie hierher kommen? Haben Sie da mal ein Beispiel? Ja, also da bin ich mal raufgekommen und da habe ich einen Herr, einen ganz nobler Herr, ist hier kniet. Und eine ganze halbe Stunde bin ich dahinter gesessen und habe beobachtet. Und ich denke, es muss fahren, muss den fragen. Fragen, was haben Sie auf dem Herzen oder möchten Sie eine Hilfe oder haben Sie irgendwie was auf dem Herzen, dass Sie hier so beten? Dann hat er gesagt, nein, jetzt nicht mehr. Also ich habe Hilfe bekommen und ich möchte hier oben danken. Ich habe natürlich nicht gefragt, was und wie. Ich denke, also es hat mich richtig gefreut. Ja, und so kommen da viele junge Ehepaare rauf, auch mit Kindern. Und beten, und das freut uns, und darum möchten wir auch diesen Ort nicht im Stand halten, denn es ist doch schöner, wenn er gepflegt ist, als wenn er verwahrlost ist. Und es käme nämlich sonst niemand drauf.
Das ist viel Arbeit. Wir pflegen die ganze Weg, die ganze Kreuzwegstation. Auch Stationen müssen wir dann abkehren, gell, und alles voll Spinnen. Und die ganze Weg vom Laub frei machen. Und dann auch die Blumen rauf tun und immer wieder frisch Wasser geben. In der Woche einmal, gehen wir, zweimal gehen wir rauf. Denn im Sommer ist es heiß, da ist das alles gleich weg. Wer zahlt Ihnen das? Das zahlt uns niemand. Also wir tun das ehrenamtlich. Ja. Fünfzig Meter weiter zeigt sich, wie nahe sich in Oberschwaben Volksfrömmigkeit und Lust auf leibliches Wohl sein können. Zwei Brauereien gibt es noch in der Stadt. Die jüngere von beiden feiert diesen Herbst ihr 100-jähriges. Und Firmengeschichte ist hier gleich Stadthistorie. Denn der sogenannte Bierbuckel und das Schwarzwälfle, so benannt nach einem alten Braumeister namens Schwarz, sind seit jeher beliebte Ausflugsziele am Rande Ravensburgs. Das war 1879, die Aktienbrauerei. Keiner hatte so richtig Glück mit dem Laden, bis Jahre später Max der Erste kam und den Familiennamen Leibinger zum Qualitätszeichen machte. Bereits 1917 verdrängte ein Lastwagen die ersten Brauereigäule. 20 Jahre danach machten sie damit Stammtischausflüge. Und dass die wohlhabenden Brauereibesitzer auch zu den ersten Pkw-Fahrern gehörten, wunderte damals kaum jemanden in der Kleinstadt. Das hier ist seit 90 Jahren ein Feierabendziel durstiger Ravensburger. Die Brauereigaststätte am Bierbuckel. Auch so ein Ort, an dem man sie kennenlernen kann, die Alteingesessenen. Nach einem oder zwei halben Litern wenden sie sich gerne auch mal Fremden zu. Die Küche bietet einfache schwäbische Deftigkeiten. Ihr Wurstsalat mit Bratkartoffeln ist bekannt bis weit über Biberach hinaus. Natürlich gibt es auch anspruchsvollere Köche in der Stadt. Sogar solche von Weltruhm ausgezeichnet, mit allen Sternen des kulinarischen Universums. Unten im Waldhorn liegt das Menü bei rund 158 Mark pro Person. Hier oben ist auch mit 15,80 Mark was zu machen. Und dafür stimmen sogar die Portionen. Und wer zwischendurch mal ein Gebet sprechen möchte, der hat's nicht weit. Wie gesagt, zum Kreuzberg mitsamt seiner Lourdesgrotte sind es nur ein paar Schritte. Wein und Ravensburg, auch das geht gut zusammen oberhalb von Mehlsack und Obertor. Nicht viel, aber immerhin. 4000 Kilo Trauben sind hier zu holen. 3000 Liter Wein machen sie daraus. Männer der Stadtgärtnerei haben sich weitergebildet und wurden so zu Weingärtnern. Bis ins vergangene Jahrhundert hinein gehörte der Weinbau zu einem der wichtigsten Erwerbszweige Ravensburgs. Bis in die Gegenwart kündet unten in der Stadt das ehemalige Zunftlokal der Rebleute von der Bedeutung eines heute fast vergessenen Berufsstandes. Wären da nicht Männer wie Peter Hauke. Und was wird da jetzt für ein Wein draus? Da wird der Müller-Thurgau, der Ravensburger Müller-Thurgau. Ein trockener Richtung Landwein. Aber also, man darf gar nicht Landwein sagen, das ist schon wieder Abwertung. Es wird ein Qualitätswein in aller Regel, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt. Aber manchmal heißt es ja, dass das ein ziemlicher Sauerampfer sein soll. Ja, das sind althergebrachte Meinungen, die aber heute schon seit vielen Jahren überholt sein müssten. Das ist ein herber Wein, ein trockener Wein, der einfach hier traditionsgemäß auf die Weise ausgebaut wird. Man könnte ihn genauso süß machen, aber man will das hier gar nicht. Das soll so in der Richtung wie der Bodenseewein ein herber, trockener Wein sein, den man gut trinken kann, der auch bekommt. Und wer darf denn trinken? Wer kriegt da mal ein Fläschchen? Das entscheiden unsere höheren Etagen. Das Honoratioren kriegen mal einen zugeteilt oder bei bestimmten Anlässen wird er ausgeschenkt. Wir haben hier seit langer Zeit Weinbau in Ravensburg. Und dieses Stück ist halt noch das letzte erhaltene Stück, das man hinübergerettet hat. Und
ein Stück Traditionspflege, kann man sagen. So wie wir unsere Türme erhalten, so tut man hier halt auch die Reben erhalten. Früher gab es da am Hang große Gebiete, den man dann hauptsächlich halt in Ravensburg auch verzehrt hat. Und für Sie selber ist dann kein Problem, mal an eine Flasche ranzukommen, nehme ich an? Es ist schon ein Problem. Ich sehe halt hier die Trauben hängen und ich darf sie auch noch abschneiden und dann werden sie abgeliefert und dann wird's schwierig. Und auch das kann man in Ravensburg erleben. Manchmal hängt der Himmel über Oberschwaben voll bunter Ballons. Nicht immer sind es so viele wie an diesem Samstag. Gleichzeitig machen sie 15 Ballons klar zum Start. Ein Volksfest am Rande der Stadt. Auch hier sind noch einmal Türme und Tore im Spiel. Es geht einfach nicht ohne. Und für uns wird es langsam Zeit, Abschied zu nehmen. Wir sagen Ade. Und mit uns geht der Sommer. Aber keine Sorge, hier ändert sich so schnell nichts. Auch nicht im Herbst oder im Winter. Bye-bye, Ravensburg. Bleib, wie du bist. Ein bisschen verhockt, ruhig auch ein bisschen konservativ. Wir kennen dich ja. Und Freunden verzeiht man schließlich auch kleine Fehler. Bis zum Bodensee sind es von hier übrigens nur 25 Kilometer. Die weltberühmte Basilika von Weingarten liegt gleich nebenan. Die Zeppelinstadt Friedrichshafen ist mit der Bahn jederzeit leicht zu erreichen. Museen, Schlösser, Burgen, ungezählte Ausflugsziele. Aber darüber ein andermal mehr.